Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es noch mal eine Rezension geben und zwar zu einem ziemlich umstrittenen Buch. Das Buch, da haben sich die Meinungen wirklich geteilt. Die anderen haben es gehasst, die anderen haben es wirklich richtig geliebt. Und ja, auf solche Bücher bin ich natürlich immer umso gespannter. Und heute möchte ich meine Meinung zu diesem Buch kundtun. Und zwar geht es um We Is For Virgin von Kelly Oram. Ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar bekommen vom One Verlag und ja, ich würde sagen, es geht einfach mal los. Vorab noch so eine kleine Info. Ich habe Cinder und Ella von Kelly Oram noch nicht gelesen, bin also vielleicht auch mit anderen Erwartungen an das Buch rangegangen. Ich hatte halt nicht, dass die Messlatte da oben war, weil mir Cinder und Ella so gut gefällt, wie es vielen anderen natürlich ging. Das nur schon mal so als Vorab-Info, aber kommen wir zum Inhalt. Es geht hier um Valerie und ja, Valerie hat einen Freund und ja, es wird langsam ernster bei den beiden und der Freund möchte einen Schritt weiter gehen. Valerie ist halt noch Jungfrau und das Problem ist, sie möchte es auch bleiben, was halt bedeutet, dass sie den nächsten Schritt mit ihrem Freund nicht gehen kann, weil sie halt nicht mit ihm schlafen möchte. Sie möchte nämlich Jungfrau bleiben bis zur Ehe. Das hat für sie ganz spezielle Gründe, das müsst ihr dann natürlich selbst lesen und ja, der Freund ist dadurch natürlich richtig verletzt, als er das herausfindet. Ich denke, er kommt sich auch ein bisschen doof vor, ich weiß es nicht. Ja, ihm passt das halt überhaupt nicht und ja, die beiden gehen natürlich nicht gut auseinander. Und ja, dann als die beiden sich in der Schule wieder treffen, ist dieses Wiedertreffen alles andere als cool. Sie sieht halt dann auch ihren Ex-Freund schon direkt mit einer anderen, was sie natürlich auch sehr verletzt. Und das Ganze artet so ein bisschen aus in so einer kleinen Szene, wo sie halt auch ganz lautstark verkündet, dass sie Jungfrau ist. Das wird halt aufgenommen und auf YouTube oder online gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob es YouTube war. Es wird online gestellt und dieses Video schießt dann durch die Decke. So, das ist so ganz grob der Inhalt. Kommen wir zu den Charakteren. Ich muss sagen, ich mochte die Charaktere so semi-mäßig. Ich fand den Kerl, den Kieran, hieß der Kieran? Kyle, ach du Scheiße. Kyle heißt er. Er heißt Kyle. Kyle fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, ich fand seine Sprüche echt witzig. Klar, sie waren halt immer so ausschweifend und sonst was. Sie lernt halt dann Kyle kennen, das ist ein Rockstar. Und ja, der macht es sich dann irgendwie so zur Aufgabe, sie zu verführen und pipapo und bla bla bla. Also auf jeden Fall lernen sie diesen Kyle dann kennen. Und ich finde den ganz cool. Also ich fand den Spitznamen cool, den er ihr gegeben hat. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie knuffig. Ich mochte Kai gerne. Valerie, muss ich sagen, die war für mich echt eine schwere Protagonistin. Ich hatte so Momente, da fand ich sie echt cool. Ich fand es super, wie sie dazu steht, dass sie Jungfrau ist und sich das auch nicht kleinreden lässt und ja, sich nicht von anderen Meinungen irgendwie manipulieren lässt oder sonst was. Sie steht einfach dazu, dass sie Jungfrau ist und sie steht zu der Überzeugung, dass sie es auch bleiben möchte. Das muss ich sagen, mochte ich an Valerie echt gerne. Sie hat sich da echt nicht verbiegen und verpleppern lassen oder sonst was. Was ich an ihr nicht so mochte, war, dass sie... Ich hatte manchmal so das Gefühl, sie war so ein bisschen scheinheilig. Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war so nach dem Motto, ach, sie ist ja so ein armes Mädel, weil, ja, alle irgendwie auf ihr rumhacken oder sonst was tun. Aber im Gegenzug behandelt sie auch zum Beispiel ihre Freundin oder ihre beste Freundin war das, die behandelt sie teilweise auch wie Dreck, wo ich mir so dann denke, du bist gerade nicht besser. So, das waren so, also bei Valerie, sie war echt so ein zweischneidiges Schwert, sie ging mir teilweise echt auf den Senkel. Aber wie gesagt, ich fand es echt cool, dass sie so für das einsteht, was, was sie überzeugt ist. Das fand ich echt gut. Kommen wir zur Geschichte. Wie hat mir die Geschichte gefallen? Ich muss leider sagen, mir hat die Geschichte nicht so gut gefallen. Das, was mich halt sehr an dieser Geschichte gestört hat, war, dass ich fast die Geschichte ausschließlich um die Jungfräulichkeit dreht. Und
es wurde sehr hoch gebauscht. Ich muss sagen, für mich persönlich ist es jetzt kein, ich weiß nicht, also für mich ist es jetzt keine Straftat, Jungfrau zu sein, und irgendwie kam es einem in diesem Buch so vor, es wurde so hoch gebauscht, also da ist ja schon fast eine Weltreligion draus geworden in diesem Buch, und ich fand es einfach so, so nervig, dass diese Jungfräulichkeit von dem Mädel so hoch gebauscht wurde und dass sie halt bis zur Ehe Jungfrau bleiben möchte, also wirklich mit Fernsehauftritten und keine Ahnung, Radiospots oder sonst was, also tut mir leid, aber ich fand es... Mein persönlicher Geschmack war einfach, es war mir zu übertrieben, es war mir zu aufgebauscht, weil ich finde sowas wie Jungfrau sein nicht schlimm. Ich meine, was ist daran schlimm? Und auch wenn man es bis zur Ehe bleiben möchte, ja, dann lass die Person doch. Wenn sie das so möchte, dann möchte sie das so. Warum wird es jetzt, keine Ahnung, so wirklich, ey, die war berühmter als die Rockstars, hatte ich das Gefühl. Und das war so für mich, wo ich mir so gedacht habe, nein, ey, das ist mir einfach zu viel. Ich, klar, der Klappentext gibt halt schon her, dass das Ganze dann, viral geht und Valerie auch berühmt dadurch wird. Aber ich dachte halt schon so, dass der Fokus ein bisschen mehr so auf der Liebesgeschichte liegen würde. Dann hatten wir noch einen anderen Protagonisten, mit dem hat sie dann auch mal angebändelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und dann irgendwie hat es doch nicht gepasst. Dann gab es noch einen anderen Protagonisten, mit dem hat die dann auch mal angebändelt. So, das war für mich auch irgendwie so ein bisschen sinnlos, wo ich mir so gedacht habe, okay, warum, wieso, weshalb? Ja, also ich weiß nicht, ich bin da sehr zerrissen. Mir hat es am Anfang echt gut gefallen. Ich fand es auch echt super, wie sie ja wirklich für alles eingestanden ist. Aber es kam irgendwann so ein Punkt, wo mir das dann einfach zu viel, zu übertrieben wurde. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es für viele eine wichtige Sache ist mit der Jungfräulichkeit und dass sie viel Wert darauf legen. Darum geht es gar nicht, aber mir ging es einfach darum, wie sehr es aufgebauscht wird. Sie ist für mich nur Jungfrau. Also, ne, die hat keine ansteckende Krankheit oder sonst was oder was weiß ich. Die haben so einen richtigen Staatsakt draus gemacht aus dieser Jungfräulichkeit. Und das war mir einfach zu krass, zu übertrieben. Für mich lag der Fokus auch nicht genug auf der Liebesgeschichte, sondern eigentlich nur auf die Jungfräulichkeit. Und ja, Valerie, je berühmter sie wird, desto mehr vernachlässigt sie auch irgendwie so ihre Freunde. Und das ist dann das, was ich meine, wo sie irgendwie schon so ein bisschen scheinheilig war. Und es hat mich einfach genervt. Also dieses Buch, ich werde auch Band 2 nicht lesen. Ich fand auch hier das Ende. Ich glaube, der Epilog... Moment, ich gucke nochmal, um mir da sicher zu sein. Das Ende war auch so, es hat mir nicht gefallen. Das war so ein, ja, da war so ein Cut drin. Genau, der Epilog spielt dann auf einmal 4 Jahre später. Und, keine Ahnung. Also das Buch endet nicht so jetzt Happy Ending, weil es gibt ja noch einen zweiten Teil. Der heißt ja dann A ist für Abstinenz oder so. Ja, genau. Der spielt dann, glaube ich, aus der Sicht von einem Kerl, werde ich definitiv nicht lesen, weil es mir wirklich nicht gefallen hat. Und auch, wie gesagt, das Ende mit diesem 4 Jahre später, so, es war für mich so, ich weiß nicht, es hat für mich einfach gar nicht zur Geschichte gepasst. Ich habe mir auch ein ganz anderes Ende vorgestellt, bin ich auch ehrlich, aber ja, leider war das Buch für mich ein Flop. Wie gesagt, ich finde die Werte, die hier vertreten werden, super, und ich finde es auch gut, wenn man sagt, okay, ich bin Jungfrau, ich möchte es auch bleiben, da habe ich überhaupt nichts gegen, also versteht mich nicht falsch, darum geht's nicht. Es geht mir einfach nur darum, dass es so krass hochgebauscht wurde. Ja, also, ich weiß es nicht. Es ist so, okay, weil es eigentlich was völlig Normales ist, und diese Highschool-Schüler wirklich so getan haben, als wäre sie ansteckend oder als wäre sie irgendwie so eine tickende Zeitbombe, die jederzeit hochgeht. Und ja, also leider war es nicht mein Buch, muss ich sagen. Ich sage sowas nicht oft, aber hier war es leider so. Ich habe, wie gesagt, Cinder und Ella noch nicht gelesen. Ich habe es oben in meinem Regal stehen.
Ich freue mich natürlich trotzdem immer noch sehr, es zu lesen. Ja, aber dieses Buch kann ich euch leider, leider nicht wirklich weiterempfehlen. Ich denke vielleicht auch, dass ich eventuell schon ein bisschen, obwohl eigentlich sage ich sowas nicht, aber vielleicht war ich auch ein bisschen zu alt für dieses Buch. Vielleicht ist es wirklich so für eine jüngere Zielgruppe, für Mädels, die wirklich gerade auch dabei sind, sich mit ihrer Jungfräulichkeit oder mit einem bevorstehenden Sexleben zu befassen. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Es hat mir auf jeden Fall leider nicht gefallen. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein von meiner Rezension. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn ich nichts Positives jetzt wirklich gesagt habe. Aber gut, das ist meine ehrliche Meinung. Die werde ich auch vertreten. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Buch gelesen habt und ob es euch so ging wie mir oder ob ihr zu den anderen Leuten gehört, denen es super gut gefallen hat. Es gibt ja ganz, ganz viele, denen hat das Buch so gut gefallen. Und ja, wenn ihr einer von diesen Personen seid, dann schreibt mir doch mal gerne, warum es euch so gut gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren und ich würde mich da selber den Austausch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!